Willkommen zurück bei Gold Rush. Weiter geht's. Wir können da hinten schöne neue Sachen aufbauen. Aber zuerst, bevor ich das wieder vergesse, schauen wir mal hier hinten hin in die Lagerstätte. Ihr habt gesagt, guck mal nach, vielleicht steht da schon das ein oder andere rum. Ja, hier liegt ein bisschen was, aber Draht, Hammer, lag davon rum, eine Taschenlampe. Liegt ein bisschen Zeug rum. Hier liegt... Wäre halt cool, wenn man den auch hätte nehmen können, ne? Selbst wenn ich schon einen gekauft habe. Na gut. So. Wir hatten Glück letzte Nacht, dass wir uns nicht so viel abgezogen wurde. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher wegen dem... Weil hier ist auch alles so schräg. Vielleicht hätte ich... Dich das da hinten aufbauen sollen, wo es ein bisschen gerader ist. Also hier. Hier eher? Ich würde es am liebsten hier hinbauen, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir noch mal alles darüber schleppen. Dann würde ich das Ding hier so rückwärts dran setzen, dass das da so rumsteht. Ich hoffe, das klappt. Kran wieder. Oh gut, das könnte ich ja jetzt noch wieder hier mit draufladen, ne? Ist ja wieder Platz. Aber der rote Schlauch ist weg. Der ist echt irgendwo ist er durchgeglitscht. Vielleicht finde ich den, wenn ich da unten das Gelände da aushebe. Können sogar Profis noch was von mir lernen, wie ich die Autos bestücke. Schade, dass man die Eimer nicht so ineinander stecken kann. Das wäre ganz cool. So, Piesel. Ja. Das ist der Kleine. Den brauchen wir hier zumindest nicht, aber brauchen tun wir trotzdem. So, der Waschtisch. Nehme ich trotzdem mal mit hier rüber. Oder ja, der kommt so oder so mit hier rüber. Ach so. Ey, warte mal. Kriege ich denn hier irgendwo Wasser her? Shit. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich brauche hier auch Wasser. Ist aber riesig hier. Okay, krass. Habe ich nur da hinten Wasser? Ich will jetzt auch nicht unbedingt hier hinten irgendwo anfangen. Okay, da hinten ist anscheinend nur der Fluss. Achso, wo sind wir denn? Halt das Pine Valley. Ah ja, hier. Ist auch nur der Fluss. Ach du Scheiße. Shit. Ich krieg doch nie im Leben den Schlauch bis dahin. Oder doch? Brauche ich denn für die Waschanlage? Da brauche ich doch aber auch brauchen wir auch den Wasserschlauch dann. Moment, probiere ich jetzt mal.
Verdammt. Der rote Wasserschlauch, der weg ist, da war der Filter dran. Fuck. Macht aber nichts, wir haben hier drüben noch einen Filter. Kann ich die aneinander schließen, die roten Schläuche? Geht das? Okay, da fehlt einiges. Na gut, wenn ich darüber einmal Wasser gelegt habe, dann geht's auch. So, dich packe ich hier mal extra hier mit hin, damit ich dich wiederfinde. Bitte lass mich die Schläuche miteinander verbinden. Einen hätten wir noch mit, aber ich glaube, das reicht. Das Ding wieder aufzurollen. Braucht bestimmt wieder irgendein anderes Teil, um Schläuche miteinander zu verbinden. Fuck! Hier eine Idee, wie ich Schläuche miteinander verbinde? Oder brauche ich zwischendrin so eine Wasserpumpe oder sowas? Oh Gott, nee, da hinten wird es. Oh Gott. Wir sind erstmal hier. Na gut, man könnte ja das Teil zwischendurch immer wieder nehmen, ne? In, dann wieder einen Out rein. Und dann immer so weiter, bis wir hier hinten irgendwo haben. Moment, ich muss das gerade testen. Ist das so gewollt vom Spiel, ja? Wahrscheinlich schon. Dem Spiel traue ich mittlerweile echt alles zu. Ach Gott, ich muss jetzt echt erst irgendwo anschließen. Wie weit reicht der Schlauch? Bis hierhin vielleicht? Ich meinte noch, wir brauchten keinen zweiten Wassergenerator, ne? Aber trotzdem, irgendwas fehlt doch. Moment. Moment. Wir müssten doch... Wir müssten doch zwei von den Generatoren eigentlich haben. Hatte ich da schon eigentlich... Ah ja, okay, gut. Hier hatte ich schon einen hingestellt. Oh, ich wollte schon sagen, wieder was weg. So, okay. Also wenn ich den jetzt hier hinstelle. Halt. Na. Hallo? So. Einmal hier in Inn. Zack. Komme ich da bis zum Wasser. Ich weiß nicht, ob das reicht. Müssten wir da mal probieren. Hier vielleicht? Achso, der schnippst wieder zurück. Okay.
Hallo? Ah ja, das Teil kriegt Wasser. Super. Ja, und dann den nächsten Schlauch. Bis zum nächsten Generator. Bis zur nächsten Wasserpumpe. Kann man schon mal ausmessen, wo die dann liegen muss. Hier. Okay. Ich meine, gut, wir können das auch hier aufbauen. Also hier vorne. Nicht da unten, sondern hier eher so. Da brauchen wir nur noch. Theoretisch nur noch einen, weil dann kommt ja der andere Schlauch da dran. Uff. Da machen wir das hier. Da bauen wir den ganzen Kram hier auf. Ach herrje. Dass es jetzt so umständlich wird, hätte ich nicht gedacht. Gut, die Waschanlage, die muss ja nicht direkt dran stehen an der. Der Waschtisch, der muss ja nicht direkt an der Waschanlage dran stehen. Kann ja ruhig hier hinten dann irgendwo stehen. Ich packe den erstmal hier zur Seite, weil ich gleich nochmal da die Waschanlage da zurecht rücken möchte. So, dann kommt es auch erstmal hier hin. Schläuche. Ups. Eimer. Oh, ja, okay. Ah, ja, ich habe vergessen. Das gut, hast sie schon selbst gelagert. Auch nicht verkehrt. Sicherheitshalber, ne? Alles zweimal mitgenommen. Teuer ist es nicht, dass wieder irgendwas verloren geht. Der andere grüne Schlauch. Dahin. Ah ja, das ist das gute alte Piesel. Können wir direkt mal auffüllen. Na komm. Na. Warum? Ich möchte es eigentlich nur da hinstellen. Irgendwo, wo es steht. Nicht. Ah, fast. Ist er doch. Einen lasse ich mal drauf. So. Gut. Schön mit dem Arm draußen. So gehört sich's. Los, jawohl, und gleich hier rüber. So, gut, müsste
jetzt nochmal zum Shop zurück, nochmal so eine Pumpe, vielleicht am besten gleich zwei holen. Sicher, sicher. Der Rest liegt hier überall rum. Na los. Da wäre Fast Travel nicht schlecht, ne? Leider unerreichbar für uns aktuell. Aber immerhin, es geht langsam wirklich voran, da bin ich tatsächlich froh. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, schon doch trotzdem etliche Stunden bis hierhin gespielt. Obwohl, also es kommt einem Spiel so vor, als ob man noch nichts erreicht hat. So ist es ja auch. Es kommt ja nicht nur so vor, so ist es auch. Aber trotzdem, die 5, 6, 7 Spielstunden, die ich bisher hier drin habe, waren trotzdem alle echt spaßig. Hat mir echt Bock gemacht. Brauchen wir noch mehr? Soll ich noch mal ein paar Schläuche lieber gleich mitnehmen? So, die Wasserpumpe meine ich eigentlich. Elektrische Wasserpumpe. Na gut, die könnte dann darüber mit angeschlossen werden. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja genug Piesel da. Kleine Wasserpumpe. Ich nehme die direkt zweimal mit. Noch irgendwas, wenn wir schon mal hier sind? Ich nehme noch mal einen Wasserschlauch mit. Man weiß ja nie. Nochmal ein Grün? Ich nehme nochmal ein Grün mit. Was ist denn das? Großer Wasserver... Ach so! Ach, das ist ja cool. Ach so! Die Dinger sehen... okay, ihr habt bestimmt schon geschrieben, hey, kauft doch die Wasserverteiler. Super, danke für den Tipp. Ich werde es wahrscheinlich erst in ein paar Tagen lesen, jetzt aktuell, von meinem Standpunkt aus. Ach so. Ah. Okay, gut zu wissen. Okay. Okay. Kann ich hier die Dinger, die Wasserpumpen, kann ich die eigentlich wieder rauspacken, ne? Ich nehme trotzdem eine mit. Kostet ja echt nicht viel. Aber sowas habe ich ja gehofft, dass es sowas gibt. Dachte ich mir schon die ganze Zeit. Eigentlich hat nur so eine Verbindung, ne? Als ich versucht habe, die beiden Schläuche direkt zu verbinden. Das hat ja nicht so funktioniert. Aber... cool, dass wir es da noch gesehen haben. Gott sei Dank, ey. Das wäre eine Aktion geworden mit den ganzen Wasserverteiler. Also mit den... Na komm, bleib's liegen. Na. Hören Sie bitte auf, Ihre Geräte auseinanderzunehmen. Danke. Wir haben da noch Garantie drauf. Hör auf, da irgendeinen Mist zu machen. So, wie war das? 30 Jahre Garantie? Danke, ich bin da mal weg. So. Jetzt geht's vorwärts. Gibt halt doch ein Wasserverbindungsstück. Juhu. Ey, es geht bald vorwärts. Vorwärts, bald werden wir so stinkreich sein. Aber wann lohnt sich's denn, Mitarbeiter einzustellen? Also, es geht ja noch nicht. Ich vergaß, wir müssen sie erst irgendwie für 10.000 Dollar oder so freischalten. Ne? Also, ich glaube wirklich, dass du ja echt ewig spielen kannst. Mit den Nuggets ist es schon deutlich leichter, aber ohne die wäre ich jetzt, glaube ich, zwischendurch erstmal ein bisschen verzweifelt. Aber so war es jetzt okay. Wir haben sie jetzt wieder ausgeschaltet. Mal gucken, wie viel Ertrag wir jetzt rauskriegen durch unsere großen Gerätschaften, die zumindest schon mal ein bisschen mehr Eindruck schinden als unsere kleine Waschrinne mit den 4 Matten. Das war noch Zeiten. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ach, ich mich nur noch dunkel. So, wir sind wieder da.
Huch. Gehen die Schläuche kaputt, wenn man drüber fährt? Nö. So, nochmal einen Schlauch. Noch ein Schlauch. Wir hatten schon. Ne, gut. Ist egal. Ich liebe Schläuche. So, die sind nicht teuer. Wenn ihr mal jemandem eine Freude machen wollt, kauft ihm einen Schlauch. So, du kommst nämlich direkt mal mit. Geil. Unser erster Wasserverbinder. Da oben ist noch so ein Drehdingens dran. So eine Art Schalter, wie man wahrscheinlich in der Fachsprache sagt. Na. Super. Ha. Geil. Du kommst mal mit. So. Kommt sogar schon Wasser an. Das heißt, ich muss da nicht erst dran rumdrücken. Dass da was durchkommt. Also hier. Ich dachte, da kann ich. Ach ne, okay. Die sind Nutzjade. Gut. Das hätten wir. Wo ist denn mein Akkumulator? Hier. Mein Aggregator. Glaube ich mal hier vorne hin. Da komme ich vielleicht am wenigsten in Berührung mit dem Bagger später. So, dann war der blaue Stromschlauch dafür, ne? Ja, schmeiß erstmal wieder alles weg. Wir haben es ja. So, das hätten wir. Ein Eimer nur. Mhm. Muss noch mal gucken, wie das gebaut wurde. Das haben wir. Dann noch der grüne Wasserschlauch. Ja, okay. Mal gucken, ob die Länge reicht. Oder ob ich dann doch noch mal. Ha! Läuft. Der Wickeltisch, der Wackeltisch. Gute alte Wickeltisch. Vielleicht doch hier so daneben. Oder? Da könnte ich es hier direkt mit dem Stromkabel verbinden. Noch ein Grün. Hier. Gut, ey, weil du musst dann auch so viel anschalten. Ja, das ist so gewollt. So war der Plan von Anfang an. Naja, gut, immerhin. Es steht und dann macht das dann alles automatisch, ne? Und dann kann ich das da reinkippen. Und da wackelt sich dann ein ab. So. So, Dreck und Gold. Kommt auch Gold raus?
Da bin ich ja mal gespannt, wie. Zweimal Stopp. Brauche ich auch wieder was Gelbes? Nee. Da ist nur der eine gelbe Anschluss. Ach, da muss noch Wasser ran. Ja, natürlich. Verdammt. Ich brauche noch einen kleinen Wasserverteiler. Ach, Gott sei Dank. Wir haben ja alles mit. Moment, dann machen wir das mal anders. Puh, Gott sei Dank, alles gekauft. Hier nochmal einen Ausgang. Dann kann ich ja hier in den Eingang rein. Auffüllen müssen wir das auch noch. So. So. Ne? Jo. Passt. Auffüllen, auftanken. Pissel. Wieder gut platzieren. Ja, besser. Okay. Gut. Wo soll ich denn jetzt hier mit dem Bagger vorbei? Davon vorbei und dann darunter. Okay. Also. Mach mal einen Probelauf. Ohne Bagger. Ist er jetzt an? Ja, er läuft, er brennt, er verkohlt. Ist jetzt an? Das läuft. Okay, okay. Sie können noch ausbleiben. Läuft, okay. Läuft das denn auch, wenn ich nur das wieder anmache, oder? Ah, das bleibt. Ah, cool, da muss ich nicht jedes Mal alles an- und ausmachen. Puh, Leute, jetzt wird's gleich ernst. Jetzt wird's ernst. Ich bring den erstmal in Position. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder reinfinden. Nehme ich wieder die Maus. Das Gamepad. Motor. Handbremse. So. Jetzt wird's ernst. So, wie könnte ich umschalten auf. Ah, hier. Ah, ja, okay. Achso, der hört dann auf zu fahren. Gut. Na komm. Na nun komm. Mich bis darüber von hier aus gesehen? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Ich noch ein Stückchen ran. Boah, ich hoffe, das bringt es jetzt hier. Dagegen. Na, wohl.
könnte gehen. Das könnte gehen. Jo, das machen wir jetzt. Komm. Hier einmal ab. Die Schaufel da rein. Du gräbst in harter Erde. Du wirst deine Zähne sehr schnell zerstören. Das ist nicht dein Ernst. Steuerung ist tatsächlich nicht so intuitiv. Oh Gott, das ist ganz komisch. Jawohl, das sieht gut aus. Harte Erde? Wo soll ich denn? Das hat jetzt nicht funktioniert. Puh. Moment, ich probiere es trotzdem nochmal. Die Zähne können ja nicht kaputt gehen, wir haben ja ausgestellt. Mist. Ausgestellt, dass es kaputt gehen kann. Das ist ein Krampf. Ja doch, es füllt sich ein bisschen, aber ich bin zu nah dran. Noch ein Stück wegfahre. Ich krieg den nicht hoch genug. Scheiße. Uff. Gott. Am besten wäre es doch dann so, oder? Wenn ich sagen kann, wenn er ausgestreckt ist. Das mal anders. Ich lass mich doch nicht aufhalten wegen der harten Erde. Also ehrlich. Vor allem, da sagen die mir jetzt ja. Nachdem ich hier alles schön zurechtgebaut habe. Wenn ich sie hier öffnen kann, dann würde ja alles reinfallen. Ne? Wenn ich da oben bin, ich lasse sie dann öffnen. So ungefähr sieht das auch immer im Fernsehen aus. Oder war ich einfach vorhin schon zu tief? Nein, lass doch die Klappe zu. Warum? Ach so, weiter als so zu geht die gar nicht. Ach so. Ah, okay. Gut. Jetzt kann der hier schon alles leer geschaufelt, bevor da überhaupt was drin ist. Sieht doch ganz gut aus. 46%. So einmal möchte ich es wenigstens mal voll kriegen.
71. Ja, wenn man das erstmal. Ich glaube, ich muss die Steuerung hier invertieren. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich mache das mal in der Pausenfolge. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie die Steuerung anpassen kann. Okay, ein bisschen noch. Jetzt geht's doch schon. So, das Ding ist jetzt voll, ne? Und der Treibstoff von dem hier ist fast leer. So, stellen wir mal den Motor aus. So, hier steht aber auch alles drunter, ne? Da kommt dann da alles rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mach mal alles an. Oh Gott. Oh Gott. 3%. Ach du Scheiße. Gut, man könnte es ja, man sollte es wahrscheinlich auch nebenbei laufen lassen und dann immer wieder reinschütten. Das ist alles ungeliebter Kram, der hier rauskommt, oder? Oder könnte ich da noch einen Eimer drunter stellen? Nee, okay. Und hier auch nicht, nur das ist andere ungeliebter Kram, der da rauskommt. Die schweren kleinen Goldklümpchen, die kommen ja dann alle durch die Trommel. Fallen in die beiden da unten rein und dann, oder hier irgendwie, 13%. Will ich schon noch machen, weil ich ja mit euch sehen will, was hier so rauskommt. Ist aber schon dann voll jedes Mal die Schaufel, ne? Das sieht zumindest so aus. Kein Steuerungslegastheniker oder sowas, aber. Mal wenigstens 50% noch vollkriegen, oder? Das dauert jetzt zumindest länger. Zumindest so wie ich das mache. Dann kann ich den hier auch mit meinem kleinen Pisstank auffüllen. Halt. Kleinen Pieselkanister.
32. Gott sei Dank kann ich das Gerät nicht umschubsen damit, ey. Komm schon, ein bisschen müssen wir machen. Ist nämlich bald wieder Zahltag, dann wird's wieder teuer. Wobei es ja beim letzten Mal ging. Von hier drüben was mitnehmen. Das mit der zu harten Erde, das ist, wenn ich unten aufkomme. So einfach. Ja. Ist da noch Strom drin in dem ganzen Gerät da hinten? Das waren jetzt 20%. Jetzt langsam wird es deswegen erstmal so viele Wiederholungen wie möglich, dass man wenigstens die bescheidene Steuerung erstmal so ein bisschen intus hat. Der Treibstoff geht aber echt wahnsinnig schnell leer von dem Bagger. Ich hoffe, das rentiert sich. Ja, ich weiß, haut mit deiner Erde. Jetzt läuft es wenigstens gerade ganz gut. Da würde ich dann doch versuchen, die 100% mal voll zu machen. Aber was soll schon aus dem einen kleinen Eimer da unten mehr rauskommen, oder? Oder kann hier einfach auch vielleicht besser schon gefiltert werden? Das wäre natürlich gut. Die ganzen Geräte werden jetzt schon längst kaputt bei meiner Schaufelweise hier. So, 67. 21% waren das jetzt. Ja. Ist mir egal da oben, lass mich in Ruhe. Ich weiß genau, was ich mache, von Anfang an. Wenn nicht ich, wer soll denn dann sonst hier das ganze Gold rausholen? Das ist halt die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier so die ganzen... Okay, das war keine gute Schaufel. Reinschaufel. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Wenn ich die reinschaufe, würde ich dann schon wieder Goldnuggets finden, oder? Wie ist das? Mal viel.
paar Mal nur noch. Ich kann übrigens die Kamera nicht drehen währenddessen. Oh, das war nicht gut. Wahrscheinlich schon wieder umparken. Aber die kriegen wir ja noch voll. So, 3-4 Mal vielleicht noch. Na, reicht das? 99%? Jo, 100%. Oh, Gott sei Dank. So, wie war das hier? So, jetzt halt die Frage. Lieber hier rein? Oder lieber hier rein. Ich probiere es mal hier rein. Auch wieder nur 75%. So, mal gucken, wie viel wir da jetzt rauskriegen. Oh, Scheiße, das wird nicht gut. Vielleicht 2-3 Unzen. Ja, es geht. 2, 2,5. 3 Unzen sogar. Jo, 3,17. Okay, wie viel ist hier noch drin? 66%. Okay, ich habe mich auch echt angestellt, gebe ich zu. Ist aber auch echt nicht so einfach. Kann man denn das Teil einfach dann umschieben? Nee, ne? Ey, so ein Laufband wäre nicht schlecht. Aber das war ja schweineteuer, ne? Aber ist es dann halt sinnvoller, das lieber hier reinzuschütten, oder? Fiese, komm mal mit. Oh, Gott sei Dank. Ja. Das bringt wahrscheinlich nicht so viel, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, shit. Das ist ein Riesentank. Wie soll ich denn das Ding auftanken? Oh je, oh je, oh je. Machen wir dich nochmal schnell voll. So, dann machen wir dich auch nochmal schnell voll. Ja, da müssen wir so einen Treibstofftank oder irgendwas kaufen. Puh, das wird dann aber auch echt toll. Also 3 Unzen. Hätte ich auch drüben weiter waschen können. Da hätte ich vielleicht sogar manchmal ein bisschen mehr rausgekriegt. Warum drehst du dich noch? Ich hab doch ausgeschaltet, oder nicht? Ach so, weil der noch läuft. Ja, gut. Ich würde sagen, ich probiere mich hier nochmal eine Runde dran. Und bedanke mich fürs Zusehen, war trotzdem sehr erquickend. Und ja, vielen Dank und schönen Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.